Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Zuallererst möchte ich mal sagen, wir haben den Annihilator, super cool. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen freier darin, wie wir unsere Bezahlung gestalten wollen. Wo geht's denn hier eigentlich hin bei diesem Ding? Reise zum anderen System, ja, aber wohin? Weil wir haben ja immer noch nicht diesen neuen Flashpoint, der irgendwann hier, da, nee, nicht da, hier, ja, da auftauchen soll. Der ist ja immer noch nicht irgendwie aufgetaucht. So langsam wäre es aber mal an der Zeit, finde ich. Und wir sind nämlich schon direkt hier drüben. Ah, geil. Reiseauftrag hier nach Brisbane. Okay. Da gibt es immer einen Schwarzmarkt. Ja, das ist schon mal ganz cool. So, wir sind jetzt also ein bisschen freier in der Gestaltung unserer Aufträge, beziehungsweise der Bezahlung, die wir dafür annehmen. Worum geht es hier? Piraten. Basis einnehmen im Hochland. Ah, da gibt es ein bisschen Geld. Wir brauchen jetzt eigentlich keinen Schrott mehr, ne? Wir können uns jetzt ein bisschen auf Geld konzentrieren, um den Annihilator auszurüsten. Da brauchen wir nämlich noch ein paar Ultra-AKs und so weiter. Oder halt ABX-e. Weiß man noch nicht genau. Ich habe es noch nicht durchgerechnet. Gegen wen gibt es hier? Gegen Davian. Basis verteidigen. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, hier Schrott zu nehmen. Hier würde ich auch eher Schrott nehmen. Aber hier 4, 16. Ne, ich glaube, da nehme ich Knete. So, wir gucken mal. Basis einnehmen. Wir haben festgestellt, dass die hiesige Piratengruppierung eine alte Produktionsanlage in diesem System reaktiviert hat. Um das Machtgleichgewicht in diesem System nicht zu gefährden, muss das Taurus-Konkordat diese Einrichtung einnehmen. Sie werden einen gezielten Angriff leiten, die Basis einnehmen und sie halten, bis die Streitkräfte der Taurianer die Kontrolle übernommen haben. Sie wollten uns nicht sagen, was genau in der Fabrik hergestellt wird, aber ausgehend von der Stärke der feindlichen Bodenstreitkräfte muss es sich um etwas Wertvolles handeln. Ja, Tackerklammern oder sowas vielleicht. Man weiß es nicht. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Vielleicht lassen wir uns auch gar nicht bezahlen. So, aktueller Ruf ist plus 7. Mit plus 27 kommen wir immer noch auf 34. Ja, hier gegen die Piraten können wir echt ein bisschen an unserem Ruf arbeiten. Dann sind wir immerhin schon beliebt beim Taurus-Konkordat. Und das könnte uns ja tatsächlich zugutekommen. Da machen wir noch drei so eine Aufträge und dann sind wir eigentlich schon fast bei den 90%, die wir, glaube ich, für die höchste Stufe brauchen. Ja, machen wir es doch einfach so. Machen wir es hier für Umme. Zumindest fürs Taurus-Konkordat. So, Basis einnehmen auf jeden Fall. Fußsackel müssen wir noch mal mitschleppen, glaube ich. Kutte kann ich, der ist verhindert. Ich will auf jeden Fall Steelhawk mitnehmen. Max nicht so gerne, weil der, Entschuldigung, Schluck auf, wow, immer noch schlecht gelaunt ist so ein bisschen, beziehungsweise niedergeschlagen ist. Ja, dann nehmen wir Patriot mit einfach. Der kann ihn hier schnell mal vorrücken. Ups, wo ist Patriot hin? Nein, komm zurück. Und Steelhawk. So, Steelhawk bekommt er dann den neuen Mech. Na, Fußsackel bekommt dann auch einen neuen Mech. Nämlich den hier. Den müssen wir dann auch umbenennen. Und ja, da müssen wir mal gucken.
wie wir für Steelhawk halt den Annihilator ausrüsten. Aber das wird nochmal eine spannende Sache, glaube ich. Nimm die Produktionsanlage ein, okay. Command Interface initiated. Die Produktionsanlage befindet sich direkt vor Ihnen, Commander. Bevor wir angreifen, sollten wir die Verteidigungskräfte der Einrichtung von einer gut zu haltenden Position aus aufklären. Danach rücken wir vor und nehmen die Basis ein. Viel Glück, Commander. Ready to rock, Chief. Ich glaube, wenn wir... Fällt mir gerade so ein. Wenn wir hier einen Marauder halt... Marauder sag ich schon, so ein Quatsch, hätte ich auch gerne, klar. Aber einen Bullshark zusammenbasteln können... Der könnte dann als Unterstützungsding für Max tatsächlich fungieren, weil ich gerade überlegt habe, wenn wir jetzt einen Annihilator haben, haben wir nur noch einen Atlas, wir haben immer noch zwei King Crabs und so könnten wir da wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil ich glaube, der Bullshark M3 ist es dann, glaube ich, der hat tatsächlich 4 Raketenslots im Gegensatz zu dem MAZ Bullshark, den wir im Moment schon haben. Da müssen wir uns dann noch ein bisschen Schrott irgendwo in Form von Bullshark-Teilen organisieren. So, ich mache kurz einen Screenshot und dann legen wir mit Action los. So, wen lassen wir mal vorstürmen? Ja, vielleicht Fußsacke. Ich kann doch hier, ja, wir rennen einfach da hoch oder was? Einfach den Berg hinauf. Gucken mal, was unterwegs alles begegnet. So, Max zum Beispiel, jetzt schon. Oh, huch. Was haben wir denn? 80 Tonner, 80 Tonner, 95 Tonner, 90 Tonner. Ja, wir haben leider keinen Schrott verhandelt. Ja, wir haben leider keinen Schrott verhandelt. Sonst könnten wir da vielleicht einen Bullshark schon abstauben quasi. Da habe ich jetzt leider beim Ausverhandeln nicht dran gedacht. Aber wir machen noch einen Capella-Auftrag. Und bei den Taurianern sind wir auch bald super angesehen. Ja, kommt ruhig alle ein bisschen dichter. Waiting for my opening. Ja, genau, du auch. Wo ich richtig dicht rankomme hier. How's it going? Die beißen alle nicht, die Jungs. So, wollen wir Steelhawk hier draufstellen, dann zieht er natürlich alles Feuer. Aber er kann schon mal gucken, was da abgeht. Und auf wen wir hier schießen wollen. Hui, jups. Bullshark. Awesome, awesome. Ach, hier sieht man leider nicht die Slots, ne? Aber wir sehen das, er hat hier 4 LSR-5er, ne? Also der hat 4 Raketenslots. Und wenn wir dann halt 4 Inferno-Werfer hätten, weil ich glaube, der hat auch keine Unterstützungswaffen, dann könnten wir halt einfach 4 Inferno-Werfer benutzen für den Unterstützungs-Mac. Der hätte, ich glaube, der hat gar nicht die Artillerie-Kanone drauf, oder? Warte, das gucken wir uns mal an. Ich glaube nämlich, der hat nicht die... Ah, das ist natürlich schade. Der hat nicht die fette Artilleriekanone. Der MAZ hat nämlich, glaube ich, gar keine Unterstützungswaffen. Und auch nur 2 Raketenslots oder so. Also der ist da super ungeeignet tatsächlich. Oh, was machen wir denn jetzt? Er hat nicht mal ein Ausweichdings. Okay. Wir machen ein bisschen Multiziel. Schauen mal, was da hängen bleibt. Roger, splitting fire.
Einfach hier den Ausweichchevron wegnehmen und hier schon mal ein bisschen Schaden machen. Highlander, hallo. Ja, das wird ja noch leid tun, Junge. Wer ist denn noch dran? Der Bullshark. Bleh. Receiving you. So, 39 Punkte. Ja. Das heißt, Staditz könnte hier drüben. Standing by. Fußsacke, kannst du hier vielleicht schon ein bisschen was wegnehmen an Geschützen, LSR-Munition dort. Die andere Seite wäre natürlich besser, aber ja, wir nehmen zur Not auch die hier. Ja, ich glaube, das ist der bessere Zug. Jumping. War jetzt nicht so geil. Ja, schießt da alles ab. Nice. Not much armor left in that location. Dafür ist er auch richtig schön heiß. Standing by. Also wenn wir jetzt quasi... Aye, aye. Den treffe ich halt nicht. Ach Mensch, Stade, jetzt ist doch dumm hier. Ja gut, dann konzentrieren wir unser Feuer erstmal auf den Bullshark. Da war ein Kopftreffer dabei. Noch einer. Scored a critical hit. Ich will ja immer noch da drüben. Kommst du mit leichten Lasern ran? Nee, leider nicht. Noch nicht. Nächste Runde. Ah, vielleicht sollst du auch tatsächlich den lustigen Highlander killen. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, wenn Patriot sich auf den Highlander konzentriert, und dann können die schweren Jungs hier den Bullshark bearbeiten. Aha, verfehlt. Na, dafür, wen hat er hier getroffen dahinter? Na, natürlich Steelhawk. Ready for orders. Ja, klare Sache. So, interessante Frage. Kriegen wir den Tod gebrutzelt? Möglichst so, ohne selbst tot gebrutzelt zu werden. Da stehen wir ganz schön im Offenen. Oder halt hier direkt vom Bullshark. Ah, da haben wir auch den Arsch so weit rüber gedreht. Hier ist, glaube ich, von der Ausrichtung her wirklich das beste Feld. I copy. Ja, Munitionsexplosion gab's, aber er steht noch. So,
Und da kommt der Bull Shark. Boah. Reporting major armor loss. Ja. Ja, habe ich mitbekommen. Receiving you. So, Steelhawks linke Seite ist ein bisschen angekratzt. Das heißt, wir müssen ihn hier in eine Position bringen, wo er dem Gegner möglichst viel rechte Seite zuwenden kann. Dann nehmen wir hier vorne die Deckung für ihn. Ein bisschen zentraler hätte er schießen können, finde ich. Target's taken a critical hit. So, der andere lustige Awesome ist dran. Barely hit, Commander. Hat mich jetzt auch nicht so beeindruckt. Oh, ja, weil er nicht so viel in den Torso da gepumpt hätte. Copy that. So, dann gucken wir mal, ob Daditz das hier beenden kann. Müsste eigentlich machbar sein. Wir müssen ja hier auch komplett überhaupt nichts heilen lassen. Ready for orders. Ach was, du kannst nicht auf den Bullshark schießen, warum nicht? Doch von hier aus. Ach du Schande. Das ist natürlich keine schöne Ausrichtung. Aber es ist ein sehr guter Winkel. Das Bein. Echt jetzt. Nahkampf? Hä? Was ist denn sein Problem? Er kommt bis dahin gelaufen, um dann mit der PPK aus 3 Meter Entfernung zu schießen. Das war doch dumm. Von hinten hält er nur aus. Ah, an den Awesome kommen wir leider nicht von hinten ran. Dann machen wir das halt so. Oh, da ist ein bisschen was fremd gegangen. Mech destroyed. Hat aber trotzdem ausgereicht. Ja, da steht er gut in Deckung, das ist kein Problem. Das kann Paladin mal eine Runde ab. So, dann haben wir jetzt den hier so komplett dumm rumzustehen. Standing by. Außerdem haben wir Fußsackel. No. Ein Fußsackel kann hier direkt von hinten angreifen. Aye, aye. Getting ripped off.
Ist er eben echt, wie sauber er da einfach den Mitteltorso rausgecrittet hat. Also war ja nicht gecrittet, aber halt direkt reingesprungen in den Mitteltorso, erledigt. So, was machen wir mit dir? Ich befürchte ja beinahe sinnlos beschießen, ne? Ach, der hat seine Munition im Center Torso oder was? Ja, seine Munition im Center Torso. Ach, guck mal, hier können beide. Wer darf denn anfangen? Steelhawk, den lassen wir anfangen. Und dann darf Daditz vollenden. Weil Daditz mehr Crits hier herbeiführen kann. Ah, noch dicht durch die Panzerung durch. Ah, aber viel fehlt nicht. Yep. Copy that. Let her rip. You're clear to proceed to your next objective. Und da war die Munitionsexplosion. Target neutralized. Aber sowas von neutralisiert. Roger that. Acknowledged. Got it. Ich habe mir die Basis noch gar nicht weiter angeguckt. Hat die eigentlich Türme dran? Ja, die scheint Türme zu haben. Zumindest sehe ich hier 1, 2, 3. Und ich bin mir sicher, dass sich der vierte auch noch irgendwo verbirgt. Hier hinten? Bist du ein Turm? Nee. Ja, irgendwo wird da noch einer sein. So, dann bleiben wir hier mal hinterm. Achso, aber. Das ist auf jeden Fall eine Produktionsstätte aus der Zeit des Sternenbundes. Kein Wunder, dass Taurus Konkordat so scharf darauf ist. Halten Sie die Augen nach Verstärkung offen. Es gibt Hinweise auf zusätzliche Feindeinheiten, die sich an der Einrichtung versammeln. Aber keine Türme. Die sind deaktiviert. Copy. Standing by. I copy. Aha, von hier drüben also eventuell. Steelhawk kann die Basis eigentlich mal einnehmen, finde ich. Orders. Waiting for orders. Confirmed. Oder Daditz erledigt das. Affirmative.
So, wir haben noch nichts auf dem Schirm. Was machen wir jetzt hier? Die kleine Rochade spielen oder was? Weil mit Verstärkung ist ja so, ne? Die kommen hier an und dürfen sofort angreifen. Einfach mal richtig hässlich. Engaging Jump Jets. Jumping. So, ich hoffe, die kommen jetzt auch echt von hier. Und ich hoffe, die kommen bald. Heads up, Commander. You've got hostile contacts. Ah, da hinten landen die? Okay. Grasshopper. Und er glaubt, er hätte hier was zu melden. Wie niedlich. Stalker haben wir noch. 95 Tonner und eine 85 Tonner. I'm under heavy fire. Jo, Panzerung hält knapp. Orders. So, was machen wir mit dir? Ach, du hast Munition drin. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, die zu treffen. Eine Idee. Scored a critical hit. Der war jetzt leider auch diese Runde schon dran. Kann also nächste Runde frühestens aufstehen. Wenn er Glück hat, kommt er noch zum Aufstehen. Er rennt irgendwo da drüben hin. I'm here. Commander. Ah, Daditz ist noch ziemlich unbeschossen. Leider keine Munitionsexplosion. So, und der Stalker will auch noch ein bisschen dichter kommen. Ah, feuert sogar mehr als ich dachte. Auf Daditz, aber es hat nicht so irre viel getroffen. Commander? Good to go. Ha, so, da du jetzt hast 7M-Laser, ne? Müssen wir mal gucken. Oh ja, das sieht gut aus. Machen wir hier noch einen kleinen Spaß. Enemy down. So ist es nämlich. Auch bekannt als zerlegt. So, wir haben hier einen Banshee mit einer PP, zwei PPKs und da hinten noch einen Stalker. Standing by. Gut. Machen wir hier alles schön der Reihe nach.
60 und 70 nur. Ach, Fußsackel, was sind das schon wieder für Trefferchancen hier? Hatten der seine ganze LSR-Munition im Arm? Nee, finde ich jetzt nicht so gut. Ich meine, Fußsackel hat auch echt einen sehr guten Zielcomputer drin, ne? Extra für seine ballistische Kanone. Und dann trifft er halt trotzdem teilweise noch so schlecht und ich weiß einfach nicht warum. Weil am Rückstoß kann es ja jetzt gerade eigentlich nicht gelegen haben. Bilde ich mir ein. Ah, der steht gleich wieder auf, wenn wir den jetzt umknallen, ne? Wir können versuchen, ihn hier umzuballern. Uns jetzt schon nach vorne wagen. Paladin steht da eigentlich gut. Ich denke, ich werde ihn noch kurz zurückhalten. Ah, er schießt trotzdem auf ihn. Ihn auszuschalten ist wahrscheinlich ungefährlicher, hier von der Seite ranzugehen. Weil er sowieso draußen auf der Flanke steht. Da haben wir dann niemanden mehr im Rücken. Haben die Mechs alle schön vor uns. Obwohl der Banshee halt echt der ungefährlichste von den drei Mechs hier ist. Ja, komm noch ein bisschen dichter. So, da ist zweimal Munition drin. Das wird schon die beste Gelegenheit sein, quasi. So kannst du ja ein bisschen laufen, sodass du den da drüben vielleicht trotzdem noch siehst. Nicht so richtig. Das heißt, wir drehen uns einfach nur einmal auf der Stelle. Zip. Locking in. All weapons. Da war sogar ein verfehlter Schuss. So, Center Torso, das sind 253. Das kann Paladin also erledigen, auf jeden Fall. So, und jetzt kommt hier Dadits Sternstunde quasi. Er könnte auch hinter ihn springen, aber hinter ihn springen ist natürlich langweilig. Das haben wir heute schon mal gemacht. Beinahe sah es so aus, als wenn er gar nicht überleben würde. Punkte nur noch. Jo, Fußsackel.
Dann kommen wir hier nach vorne gesprungen. Confirmed. Ups, aus Versehen im Mitteltorso getroffen. Mech destroyed. Let's get this done. Na, da schießt er nur noch einen schweren Laser. Der war gar nicht so überhitzt. So, machen wir mal klar, wer hier das Sagen hat. Wir spielen noch ein bisschen. I copy. That hit something good. Aber nicht mal den Seitentorso durchbekommen. Also wenn ich ihn jetzt wirklich hätte sofort ausschalten wollen, ne, auf dem Mitteltorso natürlich. Nein, doch nicht der fiese Nahkampf. Doch, der fiese Nahkampf. Not much armor left in that location. Oh, und dann auch noch die leichten Laser als kleine Beleidigung hinterher. Okay, gut. Merken wir uns. Hi, hi. Location confirmed. I think I hit something good. Ja, denke ich auch. Da ist mal richtig was kaputt gegangen. On my way. So, Fußsackel kann hier einfach rüber spazieren, ein bisschen sein Hitzekonto schonen. So, wie machen wir es denn am schleusten? 3 Punkte. Echt jetzt? Hm. 91 Punkte. Ready. Das hat weh getan. Wie durch ein Wunder den seitlichen Torso nicht ausgeschaltet. Ready for orders. Okay. Hier sieht gut aus. Da können wir doch was machen. Aye, aye.
Engaging multiple targets. Ja, schön gemacht, Patriot. Schönen Treffer da. Ein Landungsschiff im Landeanflug, Commander, sobald die Einrichtung gesichert ist, hauen wir hier ab. Jo, jetzt wäre gut. Gute Arbeit, Commander. Wir haben die Kontrolle über die Einrichtung übernommen. Ich gehe mal davon aus, dass das Taurus-Konkordat wohl ziemlich zufrieden mit unserer Arbeit sein wird. Denke ich auch. Wenn nicht, ja, Pech. So, 114.000 Siebels haben wir dafür bekommen, aber viel wichtiger, neue Freunde haben wir bekommen. Steelhawk leider kein Abschuss. Kein Schrott. No. Unsere Mech-Krieger sammeln Kampferfahrung. Nee. Vielleicht doch. Schauen wir mal nach. So, Fußsackel, ne? Habe ich beim... Oh ja. Habe ich beim letzten Mal scheinbar gar nicht irgendwie... Ja, hier, den letzten, den brauchen wir noch. Ach nee, Experte für gezielte Schüsse haben wir schon. Gut, dann ist Fußsackel soweit eigentlich durch, ne? Der hat jetzt alles, was wir brauchen. Auf jeden Fall. Mech Warrior Training complete. Dann können wir den auch mal aussetzen lassen. Was wollte ich? Ach ja, Mech-Bucht. Das wollte ich euch nochmal zeigen hier irgendwie. Ich hatte es ja auch in den Kommentaren schon geschrieben. So, wir haben hier nämlich 95 Tonner. Den Bullshark M3, ne? Das sind die, die uns die ganze Zeit begegnen. Der hat 4 Raketenslots, 4 Laser und 4 ballistische Waffen oder Projektilwaffen. Und ja, hier steht halt nichts von der Belagerungskanone. Und wir haben im Feld auch keine gesehen. Ne? Der andere hat ja eine richtig große Belagerungskanone drauf. So, und der hier hat aber nur 2 Raketenslots statt der 4. Ansonsten gleich, und die anderen beiden Raketenslots sind halt in diese Artilleriekanone umgewandelt worden quasi. Das heißt, der könnte als Unterstützungsmech im Moment gar nicht richtig agieren, weil der halt nur Unterstützungswaffen hat, nur 2 statt der 3 Inferno-Werfer, die wir jetzt haben, benutzen könnte. Der funktioniert nicht so, wie wir unseren Unterstützer im Moment benutzen. Also ich bin vom Bullshark echt nicht so richtig angetan, muss ich sagen. Die Artilleriekanone, klar, das ist ganz cool. Die kann halt 2x pro Mission feuern. Ja, ist in Ordnung. Macht dann halt, was macht das Ding? 50 Schaden in jede Trefferzone von Mech oder sowas. Das geht. Ist jetzt nicht das Geilste der Welt, aber so ein Mech hat halt ein paar Trefferzonen. Und wahrscheinlich müsste es auch heißen, in jede Trefferzone außer das Cockpit. Ja, das ist halt so die Sache, wo ich mit dem, ich will immer Bushmaster oder Bushwecker dazu sagen. Ich weiß nicht warum. Ja, wo ich mit dem Bullshark halt noch so ein bisschen hadere. Der ist noch nicht so mein Lieblingsmech. So, aber für heute, Jungs und Mädels, war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.